Vor langer, langer Zeit lebte im Königreich Gelomir ein Zauberer namens Zarok. Dieser arrogante, herzlose Mann hasste seine Mitbürger und ihr einfaches, friedvolles Leben. Und so beschwor er eine Dämonenarmee, um das ganze Reich für sich zu erobern. Der beste Krieger des Königs, Sir Daniel Fortescue, führte die Streitkräfte in der Schlacht gegen die unheiligen Horden an. Noch heute erzählen Lieder von seinem mutigen Ansturm, wie die Dämonenscharen vor ihm fielen wie Fliegen und wie er trotz tödlicher Verletzungen den Zauberer mit allerletzter Kraft vernichtete. An diesem Tage ging Fortescue als Held von Gelomir in die Geschichte ein. Und eine Zeit des Friedens begann, die 100 Jahre andauerte. Doch der Zauberer kehrte zurück. Ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zu einem gruseligen Let's Play, passend für Halloween, und zwar Medieval.
für PlayStation 4 in der Remaster-Version. Und ich werde natürlich das darauf spielen. Ich habe mich schon ein bisschen vorgespielt und ich werde natürlich mit dem neuen Spiel anfangen. Los geht's! Dance Crypta, da sind wir aufgewacht. Sir Daniel Fortescue, er ist auferstanden. Der Held von Gallimere, der in der ersten Runde auf die Nase fiel. Im Nebel der Geschichte wurde der Verlierer zum großen Retter erhoben. Aber wir kennen die Wahrheit. Lasst ihn in Ruhe. Das Schicksal hat ihm eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, die Schmach zu vergessen, Zarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Wir wünschen ihm Glück. Und da sind wir ja auch hier. Wir sind Sir Daniel Fortescue. Wie ihr dort aus der Story gesehen habt, wurde er... Also hat er verloren gegen Zarok und jetzt als Untoter wieder, also wieder erwacht und wollen natürlich die Rache nehmen. Und was haben wir denn hier? Ein Buch lesen. Okay. Ihr müsst außer Form sein nach 100 Jahren faulem Herumliegen. Benutzt die Krypta, um eure zweite Chance in Angriff zu nehmen. Ja, das machen wir ja auch. Und wir haben bisher jetzt noch nichts. Wir haben nur den Arm, um dafür Gegner anzugreifen. Aber momentan ist noch kein Gegner übrig. Um Truhe zu öffnen. Okay. Wurfdolche erhalten. Manche Waffen haben außergewöhnliche Kräfte und Fähigkeiten. Probiert sie alle aus, um die sekundären Fähigkeiten kennenzulernen. Manche werden sofort ausgeführt. Andere müssen für ihr volles Potenzial erst einen Moment aufgeladen werden. Mhm, okay. Okay, da haben wir die Waffe. Und was haben wir denn hier? Ein Sternruhen haben wir bekommen. Drücke X, um zu springen. Natürlich. Auf euren Reisen durch Gallimere werdet ihr viele Objekte sammeln. Öffnet euer Inventar, um sie anzusehen oder zu verwenden. Dort findet ihr auch das Gallimere-Buch, in dem alle Wesen verzeichnet werden, denen ihr begegnet. Es enthält Weisheiten, wie sie nur eine körperlose Stimme zu erkennen vermag. Um Inventar zu öffnen? Ah, okay. Und hier ist der Gallimere-Buch. Verdammt. Ich muss das mal daraus erstmal hier sehen. Und was haben wir denn hier? Wir haben ein Schwert.
Und dazu ein Kupferschild. Das ist natürlich super. Dann wollen wir mal hier schauen. Hier ist das nächste Buch. Wenn ihr die Krypta verlassen möchtet, findet ihr am Ende der Halle einen Ausgang. Zum Öffnen der Tore müsst ihr einen Runenstein finden und ihn in die kunstvolle Hand neben dem Tor legen. Wir haben ja schon einen Runen. Und hier? In ganz Gallomere findet ihr Lebensflaschen. Sie enthalten dieselbe Magie, die euch aus eurem Schlummer weckte und holen euch erneut von den Toten zurück. Ist eure Gesundheit niedrig, nutzt eine Flasche, um euch Linderung zu verschaffen und füllt sie auf, wann immer ihr könnt. Aha. Okay, wir haben eine Lebensflasche erhalten und Runen, also Sternenrunen, benutzt. Und hier geht's natürlich zum Ausgang. Verfolgt Zaroks Spur auf seiner teuflischen Odyssee durch Gallomere. Die Ausgänge aus seinem Bereich findet ihr anhand seiner stinkenden Spur aus Zauberschleim. Auf jeden Fall gehen wir natürlich raus. Okay, da geht es natürlich zur Karte. Wo geht es, dass es jetzt am Anfang jetzt als nächstes hin? Es geht natürlich in den der Friedhof. Gehen wir mal. Der Friedhof. Passt eigentlich fürs Halloween. So, wir sind hier auf dem Friedhof und da müssen wir. Oh! Sehen wir einen Zombie. Aua. Neuer Eintrag. Aber jetzt hat mich auch noch hier Schaden genommen. Zombies. Überall Zombies. Das kleine Licht, das euch folgt, ist ein Irrlicht. Die Helden der Halle sollen sich nicht in das Leben der Sterblichen einmischen, aber als sie hörten, dass Sir Daniel Fortescue eine zweite Chance erhält, da entschlossen sie sich, euch beim räumlichen Sehen zu unterstützen. Es umkreist Gegner, was euch beim Zielen mit Fernangriffen hilft, zeigt euch aber auch, wenn ihr etwas näher untersuchen solltet. Auf jeden Fall. Hier wieder noch ein paar Zombies. Den haben wir echt um. Ein Erdrune haben wir gefunden. Und was haben wir denn hier? Lasst euch nicht von Zombies unterkriegen. Versorgt Wunden, indem ihr in diesen Jungbrunnen steigt. Aha, das fühlt sich Energie als Gesundheit. Das ist natürlich super. Weg mit dir, Zombies. Chaosrune haben wir bekommen. Die Münzen zählt es als mit den als Geld. Wird wahrscheinlich das Buch jetzt weiterlesen. Manchmal kann es nützlich sein, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Nehmt euch ab und an etwas Zeit, um die Schönheit von Gallomere zu genießen. Haltet euer Auge nach interessanten Details offen. Machen wir auch. Aha. Nicht schlecht, alter Specht. Wo kommt ihr denn her? Oh, jetzt war ich echt ganz erschrocken, dass eine Horde Zombies daraus kommen. Vergesst nicht, der Blick eines Engels bringt alles ans Licht. Boah, Alter! Alter! Alter.
reden. Zombies hat mich echt überrascht. Was ist das denn? Dieses Objekt hier ist der Kelch. Mit jedem erledigten Gegner, der eine Seele besitzt, füllt sich der Kelch ein wenig. Füllt ihn und sammelt ihn dann ein. Dann seid ihr würdig, im heiligen Heldensaal eine neue Waffe zu erhalten. In jeder Region von Galamir befindet sich ein Kelch. Sie alle sind versteckt oder gut bewacht. Nur ein wahrer Held kann sie alle bergen. Auf jeden Fall werde ich natürlich den Kelch kriegen. Ah, und das sind wieder Zombies. 85% schon. Nicht schlecht, alter Specht. Gehe ich erstmal hier lang. Oh, noch eine Lebensflasche. Erstmal Zombies erledigen. Oh, da gibt's Haufen Kohle. Der Kelch kann eingesammelt werden. Das ist natürlich super. Wo kommt ihr denn her? Weg mit dir! Weg mit dir! Ach so, hier geht's lang. Dann sammeln wir den Kelch erstmal ein. Der Heldensaal wartet. Nicht schlecht, alter Specht. Hier ist noch ein Buch. Die Welt der Lebenden liegt jenseits dieser Schädeltore. Der Meister des Bergmausoleums, der Buntglasdämon, besitzt den Schädelschlüssel. Aha, also dürfen wir noch nicht gehen. Also gehen wir natürlich woanders erstmal. Weg mit dir. Und du gehst auch weg. Kupferschild zerstört. Oh oh. Da muss ich echt aufpassen, dass ich nichts von Zombies getroffen, also nicht von Zombies getötet wurden, weil das ist natürlich uncool. Aber bloß gut, dass wir Jungbrunnen haben. Ah, ihr schon wieder. Ja, oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Ruhe öffnen, bitte. Ja, gerne. Kupferschild. Planscht ruhig etwas im flachen Wasser herum. Aber wagt lieber keinen Schwimmversuch. Denn für jene von totem Gemüt kann der Auftrieb ein Problem sein. Ja, ins tiefe Wasser ist es keine gute Idee. Ins flache Wasser doch, aber ins tiefe Wasser ist keine gute Idee. Oh, und da geht es natürlich schon zum Ausgang. Der Heldensaal. Willkommen im Heldensaal, wo die mutigsten Krieger der Geschichte nach ihrem Tod miteinander singen, feiern und Arm drücken. Wenn ihr euch als ihrer würdig erweist, geben sie euch vielleicht eine neue Waffe in die Hand. Aha, davon ist die Seelen hier, also die Seelenkelche dabei, um dafür neue Waffen zu kriegen. Zollt den Helden Tribut, indem ihr euch vor ihre Statuen stellt und auf spirituelle Führung wartet. Aha. Und da gehen wir da auch genau hin.
Held sprechen. Captain Fortescue, ich bin's, der Schlaue Tim. Wie läuft's in der Schlacht? Ich würde ja zu gerne selbst eingreifen, aber wartet, ich kann euch meine Armbrust mit Schnellfeuer geben, mit der ihr die Pfeile an Wänden ablenken und so um Ecken schießen könnt. In der Schlacht von Gellermeer habe ich ja mit auf Zaroks besten Krieger Lord Cador geschossen, als ihr schon tot wart. Ein Volltreffer ins Auge, ja! Nicht, dass ein Augenschuss eine tolle Leistung wäre, Sir. Lebt wohl, Sir. Okay. Und wir haben ein Armbrust bekommen. Eine ganz brandneue Waffe. Das ist sehr gut. Na dann gehen wir natürlich jetzt mal raus. Heldenzahl verlassen. Okay, ja. Und da werde ich dann hier gleich den Part beenden. Zum Medieval. So, da verabschiede ich mich dann hier zum Medieval. Und da machen wir in den nächsten Part weiter. Und zwar beim Friedhofshügel. Hoffentlich hat euch das gefallen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und ciao ciao und fürchtet euch nicht im Halloween.